Die Schweiz, kleines Land, großes Eishockey. Heute Abend Spektakel in diesen Stadien. Die Highlights und alle wichtigen Geschichten jetzt. Da sind wir im MySports Studio. Hallo miteinander und guten Abend. Ganz herzlich willkommen auch den Zuschauerinnen und Zuschauern auf TV24. Immer wenn Hockey gespielt wird in der National League, dann gibt es um diese Zeit die Highlights hier bei uns aus dem Studio oder sogar noch ein bisschen live. Und Overtime, wie ihr es jetzt gerade erlebt habt beim Match SC Bern gegen den EV Zug. Die wichtigsten Szenen vom Abend, die schauen wir an. Wir besprechen sie mit unseren Experten. Das sind heute Abend der Lukas Flühler, okay. Meistergoalie von der ZSC Lions, neu in unserem Expertenteam, und der Timo Helbling, schon ein paar Jahre mit dabei, auch Schweizer Meister auf dem Eis und jetzt Experte mit dem Weitblick für alles. Wir besprechen mit den Experten die Szenen, die zu reden gehen. Da haben auch unsere Schiedsrichter-Experten, der Tobias Wehrli, dabei. Und wir zeigen auch von allen Spielen alle Goal. Immer zum Abschluss dieser Sendung gibt es eine Neuheit, und zwar unsere Goal-Parade. Die schnellste Highlight-Show, die es überhaupt gibt. Der schnellste Überblick über alle Goal vom heutigen Abend. Aber auf unseren Kanälen, Instagram und bei unseren Partnern oder auch im Twitter-Kanal findet ihr immer auch alle Szenen vom heutigen Abend mit allen Zeitlupen. Also wir liefern euch der volle Service Hockey. Und wir steigen gerade ein mit dem Spiel, wo wir jetzt gerade noch die Entscheidung gesehen haben, zwischen dem Schlittschuhclub Bern und dem EV Zug. Und das hat mit einer Ehrung, mit einer Würdigung angefangen, heute Abend im Stadion in Bern. Und zwar für den Marc Lüthi. 1998 hat er der SC Bern eben auch gerettet und zu dem Hockey-Unternehmen gemacht, das es heute ist. 24 Jahre lang war er Geschäftsführer, war er CEO. Jetzt hat er übergeben, an dem auch rechts im Bild, an Reto Raffainer. Der Marc Lüthi bleibt im SC Bern aber als Verwaltungsratspräsident erhalten. Und zu Ehren von ihm ist eine Nummer 1 unter das Dach aufgezogen worden. Also die Nummer, die wird nicht mehr vergeben beim Schlittschuhclub Bern. Ja, das 1, das wäre noch eine Nummer für einen Goalie. Aber der aktuelle Goalie, das ist der Philipp Wüthrich, der hat Nummer 30 und der war im Mittelpunkt gewesen. Bei dieser einen Szene, wo er nämlich eine Strafe kassiert hat, gerade zum Anfang vom zweiten Drittel. Sven Senteler kurvt da durch den Torraum durch. Und ja, dann kommt es zu dem Haken. Lukas, wie siehst du die Szene? Sehr hart pfiffen. Ich hätte die Strafe nicht gegeben. Er ist im blauen Paint. Das gehört dem Goalie. Schuss vom Goalie. Und ja, ich verstehe den Schiedsrichter nicht ganz. Wie gesagt, ich hätte sie nicht pfiffen. Ja. Er dürfte dort durch den Torraum durchfahren, aber eben aus Goalie-Sicht eine definitiv eine unglückliche Aktion. Der SC Bern mit einem Mann weniger auf dem Eis. Und ja, wir kennen das meisterliche Powerplay vom EV Zug. Und ja, gerade mit Ablauf der Strafe hat es dann wirklich funktioniert nach dieser Bulli-Variante. Genau, die Strafe ist eigentlich schon fertig, aber in diesem Bulli haben sie natürlich noch einen mehr. Und es ist eine eingestudierte Bulli-Variante, wo sie das Bulli gewinnen und dann der Flügel, der da reinkommt und nachher einen Pass über auf den Hughes. Sehr schwierig zum Verteidigen für Bern, weil der den Pass geht, sieht eigentlich so aus, wie er einen Schuss könnte abgeben könnte. Sie haben das auch schon ein paar Mal gemacht in der Champions Hockey League auf der anderen Seite mit dem Hoffmann. Also etwas, wo sie bereits schon umgesetzt haben und jetzt auch da wieder. Und sehr schöne Aktion und auch gutes Screen-Up vor dem Goal noch gesehen. Zeigt sogar eure Qualitäten, sieht man da in diesem Moment, wie eingespielt dass sie sind, dass sie gar nicht viele müssen verändern müssen, um wieder parat zu sein für die Saison. Ja, das ist sicher so. So Sachen sind natürlich eingestudiert schon bereits für die letzte Saison. Man kann natürlich dann auch verschiedene Variationen bringen. Und wenn man natürlich noch so einen guten Bulli-Spieler hat wie Jan Kovacs, gibt es eben immer wieder die Möglichkeit, so Sachen dann umzusetzen. Aber auch der SC Bern hat sich heute von einer neuen Seite präsentiert mit sehr vielen neuen Spielern. Auf einen ist man besonders gespannt, auf den Sven Bertschi. 12 Jahre war er in Nordamerika. Heute sein erstes Spiel in der National League. Und da zeigt sich der Stürmer als Goalie. Was für eine Parade, Lukas. Unglaublich, ein Hecht durch den Torkreis und nachher mit den Schultern, glaube ich, hebt er sie noch.
Er ist safe auf der Week oder Season vielleicht sogar. Das wäre mal noch etwas, wenn der Spieler eine Parade vom Jahr hat und nicht einen Goalie. Aber definitiv. Ein Bier geht schon für ihn, oder? Ja, ein Bier liegt sicher drin, denke ich. Ja, heute nach dem Match oder vielleicht. Ja, aber er hat wirklich auch sehr viel Spielfreude ausgestrahlt. Das ist jetzt die erste Saison nach einer langen Zeit, die er in Nordamerika gesehen ist. Es ist nicht ganz einfach auf dem grösseren Eisfeld. Mhm. Und ja, man hat es wirklich auch angesehen, dass er da jetzt angekommen ist, Freude hat und sehr viele gute Aktionen gehabt. Und vielleicht jetzt da in der Defensive etwas, was sich nicht ganz gewöhnt ist, wahrscheinlich, wo wir auch nicht mehr sehen, aber coole Szene. Er war auch in der Offensive dann beteiligt bei der Aktion, die wir jetzt anschauen wollen. Und da hat man schon gejubelt in Bern und denkt, der Sven Bertschi, der erzielt da sein erstes Goal. Auch das im zweiten Drittel. Und jetzt kommt die Aktion. Achtung, der Bertschi im weiten Pfosten. Ja, lenkt der Böck rein, jubelt da, lässt man sich sowieso mal feiern, wenn er drinnen ist. Aber eben, Kick-Tor, ja oder nein, das ist die Frage. Ich glaube, es war ein Kick gewesen. Das sieht man auf diesem Bild sehr gut, dass er den Schlitz schon noch dreht und dann noch ja, den Kick macht. Aber ich glaube, der Timo kann das vielleicht besser beurteilen als Spieler. Ich bin der beste Fußballspieler als du. Nein, es ist sicher ein Kick gewesen. Oder ich glaube, Schlumpf hat für einen Moment schnell eine Position verloren, aber der Pass kommt nicht auf den Stock und er kann nichts anderes als mit dem Fuß, aber auch mit dem Kick dann, die Scheibe noch reinlenken. Von dem her, stimmt, man muss es probieren, das ist klar. Aber, wenn es da gut sieht, nochmal, oder? Gerade im oberen Bild rechts ja. Sieht man, da ist schon sicher auch Energie die richtige Entscheidung gewesen. Ja, und der Schiedsrichter hat das Ganze auch analog in die Szene entschieden. Goal zählt nicht, Kick-Tor. Und manchmal denkt man, ja gut, das kann ja mal passieren am Abend, aber am SCB ist es heute sogar zweimal passiert. Achtung, drittes Drittel, da kommt diese Szene. Simon Moser, der Captain, Topscorer-Shirt, fährt jetzt da gerade vor das Goal, ist beteiligt an dieser Aktion. Und jetzt kommt die Scheibe in seine Richtung. Der Oskar Lindberg, neue Schwebe im SCB, Scheibe rein, Jubel. Aber... Ja, es ist knapp. Man sieht, dass die Hand da rausgeht. Die Schiedsrichter haben da sehr lange geschaut. Ja, ich glaube, es ist sicher kein Goal und die richtige Entscheidung, wenn man diese Bilder jetzt gerade von oben sieht. Ja. Auch da, wenn er wie ein Goal. Er hat eine gute Fanghand. Er ist ein Fußballspieler und er ist ein Basketballspieler. Oder? Ja, nein, der Masem ist natürlich extrem gut vor dem Goal. Oder? Aber er hat den Stock hier auf der anderen Seite vom Zucker und er bringt ihn nicht auf die Seite, wo er ihn ablenken könnte. Und bleibt ihm nur noch die Hand übrig. Also klar, mit der Hand gespielt. Aber schlussendlich auch super Szenen von Bern, oder? Wie sie da Druck gemacht haben, wie der Untersahne vorne schon reinkommt und sehr viel Geduld hat. Das ist auch wieder der Spielwitz und das Selbstvertrauen, das sie sich jetzt aufgebaut haben in dieser Vorbereitung, wo sie bereits sehr gute Leistungen gezeigt haben. Sind die Aufreger gewesen heute in Bern, aber man konnte es auflösen, zu Recht, dass sie die beiden Goal nicht geben und so in Zug halt immer noch geführt. Aber Bern hat nicht aufgegeben, Bern hat weiter geschafft und wie es Timo Elbling gesagt hat, eben guten Druck können machen. Und da sind sie dann auch belohnt worden. Colton Seaver, einer der neuen. Super Pass von Thierry Bader, 53. Minute. Ja, aber auch super vom Untersander, weil er der blauen Linie aufgestanden ist. Aggressiv, guter Stock. Und dann geht so drin, der Konter. Man sieht es gerade hier. Und aber dann, Tobias Geisser, der den Böck verliert, den Band entlang, der neue Zuger Verteidiger, oder? Ja, hat es natürlich ein bisschen zu lang gehabt. Und bringt sich dann in eine Position rein, wo er einen schlechten Pass oder einen Scheibenverlust dann provoziert wird. Aber eben auch gut gespielt vom SCB, wie sie dort die Räume dann noch so eng machen und den Geisser auf die Seite rausdrücken und dann gerade reagieren mit Speed und wirklich ein wunderschönes Goal, wie sie das rausgespielt haben am Schluss noch. Ja, und so ist es nach 60 Minuten eben immer noch 1-1 gestanden. Jetzt ja, gehen wir noch mal rein. Schnell in die Verlängerung und wir haben ja von Haufen spektakulären neuen Spielern geredet und da entscheidet jetzt einer den Match für den EV Zug, der O'Neill. Da kommt er. Super Schuss. Genau dort über den Schulner unter den Stockkant durch. Das haben Goalie gar nicht gern. Das ist das Paradebeispiel dafür. Ja, ich glaube, das wird Schieber gar nicht berührt in dieser Verlängerung. Es ist so das Puck-Possession-Spiel von Zug, das natürlich voll zur Geltung kommt. 3 gegen 3 ist natürlich am Schluss so ein bisschen Glück. Ja, sehr viele Chancen, dann meistens auf beiden Seiten, aber jetzt da vorne schon ein paar Chancen für Zug und dann wahrscheinlich dann verdient gewonnen jetzt in der Verlängerung. Aber auf den ganzen Match angeschaut, ein sehr ausgeglichenes Spiel, was ja eigentlich sehr positiv ist für Bern spricht eigentlich, ja, oder? Genau. Also die haben heute einmal geliefert, auch, was man sich von ihnen versprochen hat, Lukas, würdest du schon sagen? Ja klar, und ihnen haben 3 Ausländer gefehlt, also Topstars, und ich glaube, das ist schon auch ein grosser Punkt. Ganz wichtig, die Domenico, die noch gesperrt ist, Cahun,
verletzt und auch der Schelinas, der nicht gespielt hat, also nur mit drei Imports. Ja. Also die drei besten Spieler auf dem Papier haben nicht gespielt und trotzdem hat man den grossen EVZ gefordert und können mitheben. Die Experten haben erwartet, dass der SCB einen Schritt nach vorwärts macht. Ja, ihr habt ja beide SCB weit führend tippt natürlich, oder? Gleich mit letztes Jahr, ja. Also man kann ihnen mal recht geben. Am ersten Abend. Ja, wir schauen ist noch einfach. Noch, am ersten Abend ist es noch einfach, oder? Ja, absolut, ist es noch einfach am ersten Abend. Aber wir haben schon schöne Goal gesehen, natürlich auch von Brian O'Neill, der sich da also anmeldet in der National League, der neue Importspieler vom EV Zug. Und jetzt werden wir ihn hören im Interview bei Andreas Hagmann. Brian O'Neill, what an end of this game. I had the feeling you didn't came really in this game, but at the end, this goal, what was the feeling at the end here? Yeah, I mean, scoring in overtime in a building like this is great. That was a really good team. I thought it was a pretty even game, so really hard-fought battle. Probably you should decide this game already in the second period. Why couldn't you do that, or what happened after that you couldn't decide this game there? Yeah, I thought they did a pretty good job of protecting the middle. The goaltending was good, obviously, but I think we need to get more traffic in front of him and make life a little bit more difficult. They kept us to the outside a lot of that second period. Thank you very much. Thanks. Ja, er findet eben, so viel sind sie eben nicht zum Abschluss gekommen vor dem Philipp Wüthrich, weil Bern es geschafft hat, sie auf die Aussenseite raus zu verdrängen. Sie müssen definitiv mehr Verkehr machen vor dem Goalie, um ihn auch während der 60 Minuten mehr zu beschäftigen. Aber das spricht eben auch für eine gute Leistung vom SCB, Timo. Ja, genau, ich glaube, wir haben auch gesagt, oder wir möchten noch sagen, dass der SCB muss wieder schwierig machen, der anderen Mannschaft. Oder? Sie müssen wieder die grosse, starke SCB, vor allem am Anfang auch mit Emotionen rauskommen. Und so die, ich weiss, wenn ich noch gegen die gespielt habe, die ersten zwei, drei Minuten sind sie gekommen und bist einfach überrascht worden. Und ich glaube, heute haben sie das auch schon ansatzweise können zeigen und physisch gespielt. Und aber auch, ich sage, ja, gute Struktur im Spiel gehabt. Und gegen einen sehr guten EV-Zug, der bereits sehr gute Leistungen gezeigt hat in der Champions League, ist das wirklich eine Top-Leistung und auf etwas, was man sich aufbauen kann. Ja, die Zuger sind schon auf einem hohen Level gelaufen. Puck-Possession, Puck-Besitz hat Timo Elbling auch angesprochen. Das ist jetzt das Spiel vom EV-Zug, dass sie die Scheibe haben wollen und das Zepter übernehmen. Und heute kommen sie zum ersten Sieg, aber eben erst in der Verlängerung beim SC Bern. Knappe Sache war es 2-2 für der EVZ. Wechseln wir zum nächsten Spiel. Und auch da hat es eine Ehre gegeben vor dem Match. Und auch eine ganz spezielle Geschichte. Julien Vauclair, heute ist er Sportchef bei Aschua. Aschua zu Gast war heute in Lugano. Ja, und dort hat er 16 Jahre lang gespielt. Zwei Titel gewonnen mit dem HC Lugano. Sehr schöne Geste. Das ist die Nummer hier von Julien Vauclair. Nummer 3 in Lugano. Unter das Dach gehängt worden ist. Aschua von allen als krasse Aussenseiter angeschaut, natürlich sowieso heute Abend in Lugano. Aber es hat nur ein Goal gegeben. Für Lugano. Die gewinnen den Match. Schauen wir uns das Goal schnell an. Durch einen neuen Mann im ersten Drittel, der Kalle Andersson, der vom SCB ins Tessin gewechselt hat, der da trifft. Ja, es ist super stark von Lugano. Sie machen hier einen guten Switch, den Türkauf, den sie hier ableiten, den Verteidiger. Und dann der andere Verteidiger, der Kalle Andersson, der da hinten runterkommt. Sehr viel Bewegung, sehr viel Rotation und schwierig zu verteidigen. Aber da muss Aschua besser kommunizieren und probieren, die Übergabe zwischen Verteidiger und Stürmer besser zu organisieren. Und in dem Moment hat die Defensive noch nicht ganz verhebt. Aber sonst muss man sagen, es war ein relativ ausgeglichener Match gewesen. Und ja, Lugano hat noch nicht mehr so viel gemacht, muss man sagen. Ja. Ein Goal gelangt, um den Match zu entscheiden. Kalle Andersson im Interview bei Armin Hartmann. Kalle Andersson, first game back in Lugano. First goal, it's the game winner and the first victory. It must be a perfect start in the new season. Yeah, of course it was a good start. But most important was, of course, the 3 points for us. It was a huge win and we got a good start. And now we need to keep working. Yeah, you said you have to work. In the defense, you played very solid. How do you see the first 60 minutes in this new season? I think we got off a good start in the first period, and then we slowed down a little bit. And then we had a lot of chances. We could have scored a few more. But, I mean, Aschua is a good team. We have to respect them. They're a good team. Kalle, thanks a lot. Congratulations. Thank you. Also er lobt Aschua als gutes Team. Das macht man manchmal auch, wenn man vielleicht selber nicht die absoluten Potenziale können abrufen können. Sie haben noch mehr Chancen gehabt zum Goal erzielen. Ist noch nicht gelungen. Sie sind schon gut reingekommen in den Match, aber haben dann auch ein bisschen abgebaut, wie er gesagt hat. Und wenn man die expected goals, die erwartbaren Goal anschaut, ja, dort war Lugano vorne gewesen, aber trotzdem wirklich
nur ein minimaler Sieg vom HC Lugano. Aber immerhin der Koskinen, der neue Goalie, der hat Shoutout gefeiert. Auf den hast du besonders gefreut, als einer der fünf neuen ausländischen Goalies, die in der Liga spielt, Lukas. Ja, genau. Das ist ein guter Einstand, den er hier hatte in der Schweiz. Ich habe gesagt, er kam vom kleinen Eisfeld gekommen, jetzt aufs Grosse. Er hat, glaube ich, 17 Schüsse gegeben. Das ist ein guter Start. Das gibt aber so viele hat er nicht in dem Fall, 17 Schüsse. Ja, aber gleich, die muss man gleich eben die 17 Schüsse. Der 2 Meter grosse Goalie. Und der Damiano Ciaccio, der bei Aschua gespielt hat, und nicht der Team Wolf. Also das werden wir am heutigen Abend auch ein paar Mal sehen. Auf der Goalie-Position wird also rotiert. Ja, was war das für ein Match gewesen? Nimmt uns noch die Sichtwunder von unserem Mann, den er kommentiert hat im Tessin, von Armin Hartmann. Überzeugt hat mich heute das Wetter in der Sonnenstube. Und vor dem Spiel Erik von Julien Vauclair. Sein Nummer 3 hängt jetzt unter dem Hallendach. Und überzeugt hat mich auch die Leistung des neuen Lugano-Goalie, von Mikko Koskinen, vom 2-Meter-Mann. An dem dürften die Lugano-Fans noch ganz viel Freude haben. Ein bisschen weniger aus den Socken gehauen hat mit der Leistung der Herren Granlund und Kaski, von den hochgelobten neuen Lugano-Ausländern. Da ist noch sehr viel Luft nach oben. Aschua hat sich aber auch sehr, sehr gut verkauft, würde ich sagen. Allgemein ein klassisches Auftaktspiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Überall noch viel Luft nach oben, aber vor allem, es macht extrem viel Lust auf mehr. Ja, und das an einem Abend, wo es auch sehr viele enge Resultate gegeben hat. Also es war überall sehr hart umkämpft, wie die Punkte verteilt werden. Auch im Wattland, wo Lausanne daheim gespielt hat, und zwar gegen den EHC Biel. Lausanne, wo in Führung gegangen ist. Wir schauen uns das erste Goal an, das Neuermann geschossen hat, der Mika Salomäki. Ja, Mika Salomäki, ein Spieler, mit dem ich schon mal zusammengespielt habe, in Kerpet Oulu. Er war damals recht jung, aber er ist nicht jetzt unbedingt der absolute Techniker, sondern ist eher einer, der gut ist vor dem Goal, der in die Ecke geht. Und da zeigt genau so seine Qualitäten, wenn er auf den Abprall geht, wenn er sich nicht wegdrücken lässt und dann schnell reagiert. Jetzt nicht einer, der riesen Spektakel mitmacht, aber so einen Spieler kann man in der Mannschaft immer brauchen. Ari Setteri, neuer Goalie, Weltmeister und Olympiasieger mit Finnland, jetzt bei Biel im Goal. Ja, einen guten Einstand gehabt, hat eine gute Leistung gebracht. Hat auch immer zu tun gehabt. Auswärts ist immer schwer am Anfang starten in einem neuen Land. Aber ich glaube, Top-Job gemacht. Und auch da freue ich mich sehr auf die nächsten Spiele von ihm. Biel hat vor allem im zweiten Drittel können aufdrehen und hat dort eben dann auch den Score können drehen. Wir schauen uns die beiden Goal an. Zuerst das von Tino Kessler, wo auch ein bisschen unglücklich passiert ist. Und das ist nicht das einzige Mal am heutigen Abend. Gut, das ist jetzt sehr schön ausgespielt. Nein, der Goalie, der Tobias Stefan, ja, tut ihn selber rein. Schau, jetzt sehen wir es vielleicht auch noch mal besser aus dieser Perspektive. Ja, aber genau. Gleich, ich meine, wenn man die ganze Szene anschaut und wie sie es ausgespielt haben, da hat Biel sehr viel Klasse gezeigt. Und natürlich lenkt das jetzt da am Schluss noch ab, aber er hätte auch direkt rein können gehen. Ich glaube, man sieht hier den Brunner Ratgeber und so. Das sind die, die letztens natürlich auch immer schon sehr viel Spektakel gezeigt haben. Und es geht gerade weiter im zweiten Drittel. Es war ein hart umkämpfter Match gewesen, definitiv auf Augenhöhe, die zwei. Und jetzt Achtung, Beat Forster, der trifft. Der Oldi, sein erstes Goal seit dem 3. April 2021. Der wird bald 40 oder 41. Ja, 40, ja, 83, ja. Oder? Ja, 83. Ja. Ja. Ja, also jünger wird er nicht mehr. Aber er hat einen super Match gespielt. Aber am Schluss, als es dann noch sehr eng geworden ist, war er immer auf dem Eis und zeigt seine Qualitäten. Schuss, ja, da musst du kommentieren. Ja, ist im nahen Eck, unter dem Arm durch, hätte er sicher gerne zurück. Das gibt es. Im Flattery, oder? Ja, im Flattery, ja, aber wie gesagt, ja, es gibt es, aber hätte man gerne zurück. Tobias Stefan auch bei diesem Goal. Also nicht ganz glücklich. Und dann der irische Seekatsch, warum erwähne ich den? Das war ein Top-Ausländer bei Lausanne in der letzten Saison. Heute überzählig. Ja, die haben so viele gute neue Leute. Zum Beispiel der Daniel Odette, der schon in der Vorbereitung aufgefallen ist und da das 2-2 schiesst. Super Schuss in weiten Eck. Ja, ich glaube, da kann man auch da beim Goalie sagen, ja, vielleicht hätte er gerne auch zurück, wenn er das Video sieht. Ist ein bisschen unter dem Arm durch. Aber der Schuss sieht sehr hart aus und platziert, darum schönes Goal. Ausgleichende Geschichte in Lausanne und dann ist die Entscheidung gefallen, aber noch in der regulären Spielzeit. Und sie ist gefallen für die Gäste. Und die haben ja einen neuen Mann verpflichtet, wo man sehr gespannt darauf ist. Und der profitiert auch von diesem Ausflug. Der Jesper Olofsson.
Ja, jetzt reden wir über den Olofsson, der da nicht mehr eine grosse Kunst hat, zu machen. Nein, wir reden lieber über den Goalie, würde ich sagen. Ja, das Spiel hat das leere Goal gegeben. Sicher ein bisschen. Was macht er da, der Entscheid da? Ich meine, ja, sagt man immer. Es geht schnell im Kopf. Da sieht man den Puck, dann glustet es einem, dann rennt man raus. Und im Nachhinein, ja, es wäre sicher besser gewesen, wäre er im Goal geblieben. Aber es geht so schnell. Und wenn der Kopf sagt, gang, dann ist man meistens schon auf dem halben Weg. Ja. Er verwünscht sie eigentlich, oder? Aber er hat unglücklich geht zum nächsten Biel. Und Biel hat es noch eiskalt ausgenutzt und ja, super fertig gespielt. Ja. Aber grundsätzlich ein guter Match, sehr, sehr hart umkämpft. Mhm. Und Biel mit einem Charakter-Sieg, kann man sagen. Ja, ja, Zeeländer, die ja schwierige Vorbereitung hatten, auch weil sie immer viele Verletzte hatten, gewinnen heute Abend in Lausanne mit 3-2. Und wir haben schon geredet von dem, wo heute ein besonderes Goal geschossen hat von Beat Pfoster. Und den wollen wir jetzt eben auch noch hören im Interview. Er ist beim Matthias Marti. Beat Pfoster, Sieg auswärts gerade im ersten Spiel. Und nicht zuletzt dank einem Goal von euch. Wisst ihr, wenn ihr das letzte Goal geschossen habt? Wenn du so fragst, ist das schon lange her. Letzte Saison habe ich keine gemacht, das muss vorletzte Saison gewesen sein. Genau, es war im April 2021 gegen Servette. Aber das ist ja einfach ein Teil von diesem Spiel. Ihr habt mir vorher gesagt, es ist immer schwierig, wenn man anfängt, das erste Spiel, das muss man irgendwie gut über die Bühne bringen. Und das ist euch heute sehr, sehr gut gelungen. Also sehr, sehr gut nicht. Wir haben uns natürlich gut vorbereitet. Wir haben gewusst, was wir machen müssen. Das haben wir größtenteils auch umgesetzt. Aber auch hier ist immer noch Steigerungspotenzial vorhanden. Was ist es denn, was ihr euch vorgenommen habt, was geklappt hat? Das einfache Spiel spielen, was uns zurzeit sehr schwer fällt. Heute ist es über weite Strecken sehr gut gegangen. Okay, so kann es aber weitergehen, oder? Für morgen? Ja, morgen ist ein anderes Spiel, morgen im Heimspiel. Ich glaube, wenn wir dort auch einfach weiterspielen und probieren, das Beste zu geben. Merci vielmals, Gratulation zum Sieg. Dankeschön. Tschüss. Ja, der hat schon alles erlebt, he? In seinem Hockey-Anerleben, Lukas. Ja, ich durfte bei ZSC im 08 noch erleben. Das ist eine riesige Routine. Ich glaube, ist er jetzt immer noch. Das fühlt sich an, es ist schon, ja, schon ein paar Jahre her. Du warst doch ein junger Goalie im 08 beim ZSC, oder? Genau, nicht? Und er ist dort schon irgendwie gefühlt einer von den Älteren gewesen. Für mich natürlich. Ja. Aber ja, es ist schön, dass er immer noch Hockey spielt, ich glaube. Du bist mit Herzblut dabei. Ja, absolut, ja. Beat Pfoster, absolut. Also, heute einer der Goalschützen in Biel. Nächster Match mit Spannung erwartet. Fribourg-Gottéron, die in den rauschenden Hockeyfest schon immer gefeiert in der letzten Saison. Und Ambrì Piotta, denen traut man viel zu. Vor allem sagt man ja jetzt mit den Ausländern, die es haben, da sind wir dann sehr, sehr gespannt. Weil die Schweizer haben ja in der letzten Saison schon gut gespielt und geliefert. Und die Schweizer, vor allem die Namen, die man am meisten genommen hat, die sind da beteiligt an diesem Goal im Powerplay. Bürgler, Bestoni, Heim. Was für ein Auftakt für Ambrì. Ja, unglaublich schön rausgespielt. Das Backhand-Pässchen hier vom Bürgler, Weltklasse. Und dann Bestoni, der das gerade sieht, wie der Heim Frede ist, gerade ein One-Touch. Und dann auch der Schuss am Schluss. Unhaltbar für den Berra, vielleicht für den Führer haltbar, aber definitiv nicht. Nein, ganz sicher nicht. Super Schuss gewesen. Dann hat es 10 im zweiten Drittel zu reden gegeben und da war ein anderer Ausländer beteiligt, allerdings nicht in der Rolle, die man gerne sehen möchte. Brandon McMillan. Da schauen wir uns die Aktion an in der Mittelzone. Der Check da gegen den Mauro Duffner. Und in der neuen Saison ist es ja so, dass Schiedsrichter bei grossen Strafen, die sie aussprechen, auf dem Eis die Aktion eben auch noch mal anschauen können, um sicher zu sein. Sind das 5 Minuten? Ist es 5 Minuten mit Spieluhr? Wie fällt das Strafmaß da genau aus? Und ja, für solche Situationen haben wir auch unseren Schiedsrichter-Experten in unseren Reihen. Und ihn wird jetzt gerne aufschalten, der Tobias Wehrli. Tobias, reden wir über die Szene McMillan gegen Duffner. Wie hast es du es gesehen? Ja, ich glaube, so wie man es sieht auf dem Eis, war der erste Gedanke, oder mit, wenn man sieht, ist, dass der erste Kontakt durch den Kopf geht. Da hast du dann die Option zwischen 2 Minuten und 5 Minuten. Und wenn man die Bilder so sieht, dann ist es eine 5-Minuten-Strafe. Und ich glaube, für die Schiedsrichter mit dem neuen Reglement ist jetzt gut. Sie können sich in fast aller Ruhe anschauen, ob sie den Entscheid behalten wollen. Und in dem Fall haben sie die 5 Minuten behalten, weil absolut gerechtfertigt, weil sie einen guten Check gekriegt haben. Mhm. Also, sie hätten es auch können minimieren können. Dann wäre es retour gegangen auf eine 2-Minuten-Strafe oder auf keine Strafe. Oder was gibt es für eine Option gegen runter? Es gibt nur eine Option, also keine Strafe ist nicht möglich. Also wenn es eine Strafe anzeigt, in 5 Minuten ist es nicht möglich, keine Strafe mehr zu geben.
Das Einzige, was sie heute machen können, ist noch eine 2 Minuten Strafe geben. Das ist das Einzige, was sie können machen können. Aber in dieser Situation nicht tolerierbar. Alles klar, 5 Minuten Strafe plus Restausschluss. Und ja, da hat dann das Momentum wirklich auch gewechselt in diesem Spiel. Und Fribourg-Gottéron hat ein starkes Powerplay, haben es schon immer bewiesen. Vor allem auch, wenn der Kilian Motte zum Schiessen kommt. Und der büschelt sich da den Böcken so richtig schön auf den Stock. Ja, er hat einen Riesenhammer, das ist er bekannt dafür. Und jetzt hat er viel zu viel Zeit. Gut, eben, es ist doppelt die Überzahl, aber ja, vielleicht ein bisschen mehr Druck könnte man machen. Und dann nimmt man am Goalie noch ein bisschen, auch die Sicht gleichzeitig. Das nützt er natürlich aus. Ja, was ich beim Motte immer jetzt faszinierend finde, auch die letzten Jahre, wenn er auch die Verantwortung übernimmt in solchen Situationen und den Schuss selber sucht. Er hat einen Dernä, einen Sprunger, also grosse Namen überall. Ich meine, er ist mittlerweile ein grosser Name geworden, aber ja, ich würde sagen Arroganz, aber so das Selbstvertrauen, zu sagen, ich schiesse jetzt hier 5 gegen 3 und ich mache die, und das ist wirklich Weltklasse. Und das hat er jetzt immer wieder schon bewiesen. Und grandioser Schuss da. Fribourg hat richtig gedruckt, oder? Wir haben das auch gesehen im sogenannten Momentum-Chart, wo es den Spielverlauf widerspiegelt. Also Fribourg hat nach dieser Strafe gegen den McMillan eigentlich den Match im Griff gehabt, oder? Ja, genau. Vor allem nach dieser Strafe hat das Momentum völlig gewechselt. Amber ist vorher noch am Spiel gesehen, hat auch zum Teil gute Aktionen gehabt, aber nachher hat Fribourg das Zepter übernommen, ist sehr heimstark, oder haben das wieder so, das sind da wirklich eine Euphorie gekommen. Aber man muss sagen, der ganze ehemalige Fribourg-Goalie. Noch spannend, nicht der neue ausländische Goalie gespielt, der Janne Juvonen, sondern der ganz, der alles gehabt hat heute. Das finde ich schön. Schöne Geschichte. Muss man auch erwähnen, wenn die Schweizer Goalie dann eben auch performen und Chancen kriegen. Ja, und dann ist 1-1 bleiben, weil Goalie Fribourg kein geschossen, es ist in die Overtime gegangen. Und da schauen wir uns die Entscheidung an. Die Entscheidung zugunsten von Ambri Piotta, Dario Bürgler. Wieder die gleichen, die wir schon angefangen haben, oder? Und ein super Pass. Bürgler bewegt sich auch perfekt. Und dann guten Abschluss. Ja, die Linie hat sicher jetzt den Unterschied gemacht für Ambri. Und es ist ein ganz wichtiger Sieg für Amber. Ich glaube, eben, letztes Jahr haben sie eigentlich eine gute Saison gespielt, oder? Und haben sehr viele Matches gehabt, die sie immer knapp verloren haben, wo sie dran sind, wo sie vielleicht auch zum Teil besser sind, aber nie wirklich einen Weg gefunden haben, um die Sieg nach Hause zu bringen. Und jetzt heute ein Match, wo sie vielleicht nicht unbedingt müssen gewinnen, aber jetzt gleich einen Weg gefunden haben mit Kaltblütigkeit am Schluss und einen guten Scorer. Und ja, ich meine, Amber bei allen ein bisschen weiter unten angesiedelt, aber ja, also wenn die so spielen in Fribourg, dann ist das ein schwieriger Gegner. Ja, sicher ein starkes Signal von den Leventiner. Ja. Und jetzt wollen wir den Siegtorschütz noch hören, der Dario Bürgler im Interview beim Adrian Schmid. Was für ein Schlusspunkt, Dario Bürgler, ist da jetzt gerade ein Vulkan ausgebrochen? Also wir haben schon Freude, ist klar. Ja, ich glaube, das erste Drittel war richtig gut gewesen. Eigentlich nach dem zweiten Drittel haben wir mit der Strafe ein den Rhythmus verloren und sind nicht wirklich reingekommen. Sie waren gefühlsmässig die beste Mannschaft. Bench hat einen super Match gemacht, er ist reingehalten und in der Verlängerung ist es hin und her, hat auf beide Seiten gehen und wir nehmen es. Ihr musst lange hinter dich machen. Fribourg hatte mehr vom Spiel gehabt, im zweiten und dritten Drittel, aber irgendwie hat er immer einen Weg gefunden. Ja, eben, also ist klar, das zweite und dritte Drittel. Ich glaube, im zweiten irgendwo durch eine Zwangsläufig mit der Strafe, dass sie die Überhand hatten. Und im dritten Drittel sind wir, ist echt zu wenig zusammengelaufen. Zu wenig, vor allem ein bisschen zu wenig. Ich persönlich habe oftmals das Gefühl gehabt, dass ich einfach überall 2 Sekunden zu langsam war. Und wenn wir selbstkritisch sind, schauen, was wir besser machen. Ich glaube, es war das erste Spiel und es ist okay, wenn jeder ein bisschen Raum nach oben hat. Mit dem zweiten Punkt sind wir natürlich glücklich. Danke vielmals. Schließen wir den Match ab. Ambri Piotta gewinnt also in Fribourg. Und wir gehen noch ein bisschen mehr in den Westen. Gehen wir zu Genf Servette. Das beste Sixpack der Liga, haben wir die? Habe ich schon gehört. Die besten 6 Ausländer geholt. Ja, als Kombination zusammen. Es hat sehr viele gute Ausländer schon bereits in der Liga gehabt. Es sind sehr viele gute neue Ausländer gekommen. Aber wenn ich so die 6 anschaue, die sie jetzt in Genf zusammengewürfelt haben, ist schon sehr, sehr, sehr gut. Also Spektakel garantiert. Linus Omark, der jetzt zurückkommt in die Schweizer Liga. Ich habe schon mit ihm zusammenspielen in Zug. Er ist
wahrscheinlich der spektakulärste Stürmer außerhalb von der NHL. Tömmernes die letzten Jahre die Liga dominiert hat in der Verteidigung und Hartikainen anscheinend der beste Kollege vom Ohr. Also es sind sehr viele Sachen, die jetzt hier momentan zusammenkommen und Genf, der einfach auch sehr attraktives Eishockey gespielt hat in der Vergangenheit, sehr modern, Puck-Possession. Für mich eigentlich Nachtzug so der erste Verfolger von also die Namen sind gefallen, Tömmernes hat 1-0 geschossen, der Hartig hat 2-0 geschossen gegen den HCD. Aber die Bündner konnten dann reagieren. Und auch die haben einen neuen Ausländer in ihrer Reihe, den Leon Bristet. Und der trifft hier nach dieser Powerplay-Kombination. Ja, es ist einer, der auch mit sehr viel Vorschusslorbeeren in die Schweizer Liga kommt. Und da zeigt er wieso. Also, eine riesige Bombe. Das Powerplay, das sehr schön ausgespielt worden ist, mit dem in der Mitte, wo eigentlich dann auch viel auf sich zieht und dann spielt sie über von der One-Timer genau den Schuss, den sie dann suchen wollen. Das war ein Doppelschlag von den Bündner, weil nachher kommt der Simon Knack, einer, der noch an der U20-Nationalmannschaft oder Weltmeisterschaft war für die Schweiz, der da den Ausgleich schiesst für den HCD. Guter Handgelenkschuss auch, geht auch über den Schoner. Aber ich denke, da hat er die ersten Schritte sehr schnell gemacht und nachher aus dem Handgelenk perfekt ins Eck geschossen. Also in der 31. und in der 36. Minute. Und wir sehen unten das Ergebnis. Aber das Heimteam hätte gleich noch gewonnen. 13-2 nach Penaltyschüssen. Jetzt bin ich gespannt, wer anläuft. Ah, der Vincent Paplon. Er ist ein neuer Spieler. Super Trick auf Backhand. Hat den Goalie auf die falsche Seite geladen. Und das macht er wirklich genial. Hat er schon immer sehr gut gemacht. Also das kann ich bestätigen. Habe ich auch schon 1, 2, 3 Mal gemerkt. Und dann entscheidet der Match. Jetzt habe ich gedacht, und der Linus Omark hat doch sicher auch noch nicht getroffen im Penaltyschüsse. Wahrscheinlich nicht, nein. Ja, das ist einer der spektakulärsten Penaltyschüsse. Heute hat es Vincent Paplon gemacht. Und ja, auch das ein ganz knapper Match gewesen. Da gewinnt jetzt das Heimteam mit einem Goal-Differenz, aber eben erst im Penaltyschüsse. Der Matthias Rötlisberger hat für uns den Match kommentiert. Da ist seine Einschätzung zu diesem Spiel. Ja, Jan, Davoser sind ein bisschen spät angekommen, 18:35 habe ich gehört, und haben noch ein bisschen Passlegs, sind aber trotzdem irgendwann ins Spiel reingekommen. Die Expected Goals sind 3,7 zu 1,2 für Genfer. Also Davos hat zumindest so den einen Punkt ein bisschen geklaut, was die Advanced-Stats anbelangt. Sonst ist das aber völlig okay. Ein Moment, wo man geblieben ist, der Peter Mettler, der Goalie-Coach von Davos, ist neben mir gehockt, oben auf der Kommentatorenposition. Und der hat die Coaches-Challenge im dritten Drittel initiiert und der dementsprechend gejubelt, was das Goal aber nicht gegeben wurde. Und er ist richtig gelegen. Und am Schluss bleibt mir eigentlich nur noch zu sagen, Wahnsinn. Zwei solche Teams, die wegen der 6 Ausländer schlussendlich auch so breit, so tief bestückt sind, dass sie über 4 Linien, über 3 Backbar so powern können. Und das ist schon Anfang Saison. Also es macht richtig grosse Freude. Also dürfen wir uns noch viele spektakuläre Matches freuen. Es war eben das Linus Omark-Goal, das dann aberkannt worden ist. Also können wir uns noch auf das freuen, dass er sicher noch ein paar wird schiessen wird? Nicht, dass im Penalty schiessen, du meinst, dass das vorher war. Aber der Peter Mertl gefunden hat. Ja, ganz genau, absolut. Also, wir haben noch viel gesehen von ihm, definitiv. Aber was sehen wir von der ZSC Lions in dieser Saison? Die haben ja den ersten Match verloren, am Mittwoch, gegen die Rapperswil-Jona-Lekkers auswärts. Und jetzt heute sind sie lange noch angetreten. Vorzeichen, Lukas, schon Druck ehemaligen kommen. Verein. Schon Druck kommen beim Schon Druck kann man schon sagen, oder? Ja, es geht schnell. Es haben alle immer Sieg beim ZSC. Und die ersten 7 Spiele sind, glaube ich, auswärts, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Bis die neue Arena fertig ist. Das Letzte, was man dann will, ist mit 2 Niederlagen starten. Und, also, dann ist es doch gut, wenn man einmal in Führung geht im Emmental. Und das ist der ZSC Lions auch gelungen, die in Kukan. Und ja, speziell, wie das Goal innen ist. Nachdem Langnau vorher schon eine Riesenchance und einen Pfostenschuss hatte, dann der Kukan, der zurück ist aus der NHL und jetzt bei ZSC spielt. Ja, zieht runter von der Blauen und schiesst. Man sagt immer, also die Trainer sagen immer, schiessen und den Böck aufs Goal. Genau das passiert da. Geht der Tosse von Claudio Cadenau weg für den Bolzi, dass sie da reingeht. Ja, der Luca Bolzhausen, der neue Goalie bei den SCL Tigers. Wirklich dumm gelaufen aus seiner Sicht. Ja, mit der Phase hat Lang noch fast mehr vom Spiel gehabt, ein paar gute Chancen gehabt. Und ja, unglücklich. Wir haben ein paar so Goal gesehen heute Abend, wo sie irgendwie noch abgelenkt wurde. Ist von einem eigenen oder vom Goal irgendwie ein Schlittschuh. Von dem her
Ja. Das ist dann aber nicht das passiert. Was könnte passieren, dass irgendwie der Damm bricht und der Favorit sich durchsetzt? Nein, Langnau hat sich da reingebissen. Und auch jeder neue Mann, deutscher Nationalspieler, Marc Michaelis, und der gleicht aus. Harry Pesonen, der Captain, und darum heute auch im PostFinance Topscorer-Shirt mit dem Pass. Ja, ein extrem wichtiges Goal für Langnau. Ich meine, sie haben da viel gemacht für Spiel. Kommt ein bisschen glücklich an die Scheiben, aber nachher ist es natürlich auch können, wenn sie aus der Luft dann reinhält. Aber die Langnauer, die in den letzten drei Vorbereitungsmatches kein Goal geschossen haben, jetzt hier ein Erfolgserlebnis und verdient dann auch den Ausgleich können schiessen. Und bei Zürich im Goal nicht der Simon Rubec, der neue tschechische Verstärkungsspieler, sondern der Ludovic Weber. Das ist gut für ihn. Es braucht beide Goalie mit den 52 Spielen. Und, ich glaube, es war sicher abgemacht gewesen, schon am Dienstag. Wer, ja, der eine spielt am Mittwoch, der andere am Freitag. Und, ich glaube, er hat eine sehr gute Leistung gezeigt. Und 1-1 ist es geblieben nach 60 Minuten. Ich meine, man stellt sich vor, aus Sicht von der ZSC1. Und jetzt, jetzt schauen wir, wer den Match gewonnen hat. Pesonen. Er hat ja noch finnische Unterstützung gekriegt mit dem Willi Sarijärvi. Und was hat der für einen Handgelenkschuss? Hat letztes Jahr am meisten Punkte gesammelt als Verteidiger in der finnischen Liga. Und in dem Sinn Handgelenkschuss, ja, der stellt er da unter Beweis. Und er gewinnt für Langnau den Match mit dem Goal. Lukas. Ganz, ganz ein schönes Goal. Ich glaube, der ist top Cheese, wie man so sagt, in der Hockeysprache. Und der Ludo, keine Chance, da ist ja, super Goal. Es hat auch sehr viel Platz, oder? Und ein guter Wechsel vom Person, der raufkommt, und er kommt nachher oben runter. Und Rechtsschütz, der noch mit reinkommt, etwas, was man sehr viel übt. Und, also, nicht ich, aber die anderen. Er hat das extrem gut abgeschlossen. Ja. 20 Goal jetzt heute gegeben, 8 sind von neuen Imports geschossen worden. Willi Sarijärvi haben wir jetzt auch gerade kennengelernt. Und das bedeutet, das Schlussresultat: Langnau 2, ZSC 1, 1. Wir reden mit dem Trainer von Zürich nach der zweiten Niederlage, mit dem Richard Grönborg. Richard Grönborg, just one point in Langnau. How did you see that game? I think the first period is going both ways. I think we're a little bit of slight advantage after the first period. The second period, I think we dominated. We had 20 shots on net. We need to put the puck in net. We need to get some dirty goals. In the third period, obviously, we have a five-minute major. Should finish the game as well. So we have plenty of chances to put this game away. And what's about your special team tonight? How happy are you with them? Super happy with our PK. We killed off. They have a very good power play. We killed that off. So I'm very happy with the work ethic. We blocked a lot of shots tonight as well. Unfortunately, our power play didn't come up to the standards we want. Obviously, we want a goal. So that said, we had some chances to put the puck in away. We had a post at the end here on the power play as well. So you get back to the drawing board and get better at it. Thank you very much, Richard. Ja, also, die Strafen sind definitiv ein Thema im heutigen Abend. Am Anfang eben, sei der Erinnerung, eine ausgeglichene Sache. Im zweiten Drittel legen sie dominiert, bringen aber die Goal nicht rein. Habe ich schon mal so gehört, die Aussage von ihm in einem Champions Hockey League Match. Wir müssen für Verkehr sorgen, wir müssen die dreckigen Goal eben auch können schiessen und die Chancen eben auch ausnützen. Die Mannschaft von dieser Qualität, ja, die jetzt an dem krankt im Moment. Ja, das braucht es im Hockey heute. Jetzt haben sie ein Goal geschossen gegen Langnau. Das lange nicht. Es braucht 2-3 Goal. Ein Goal gegen Rapperswil-Jona geschossen, genau. Nur im ersten. Sie hatten 5 Minuten Powerplay gehabt. Ich glaube 7-8 Minuten Verschluss. Ja, es wäre natürlich schön, wenn dort einen rein würde. Es gibt Vertrauen. Ist nicht passiert. Und das nächste man kann Spiel... es fast nicht glauben, Lukas, was da abgeht. Und man fragt sich jetzt natürlich, und die Unruhe wird ja gross jetzt, oder? Rund um das sind zwei Spiele, jetzt muss man... Nein, aber wo jetzt kommt aufs Team, oder nicht? Ja, sicher. Ja, eben, wie gesagt, jetzt sind noch 6 Auswärtsspiele oder 5 Auswärtsspiele. Und ja, ich bin sehr gespannt auf die Reaktion, die die Mannschaft zeigt und auch der Coach. Ich glaube, es braucht jetzt alle in dieser Situation. Aber eben, es sind zwei Spiele, es sind 6 Punkte, von denen hat man einen geholt. Ja. Es kann sehr schnell gehen. Ich schon gedacht, wie rette ich den Richard Grönborg? Aber gefasst hat er das Ganze analysiert und angeschaut und das wird noch zu diskutieren gehen. Ganz kurz, Timo. Ja, die Art und Weise muss man sich schon... Es also ist fast dominiert worden gegen Rappi. Oder? Und jetzt ein Go, wo eigentlich noch ein Ablenker vom eigenen Spieler von Langnau rein. Also ganz klar zu wenig und schon ein Fehlstart, würde ich sagen. Kann man nicht schon sagen. Es muss schon ein bisschen mehr kommen, definitiv. Zwei Runden. Danke, Timo Helbling. Danke, Lukas Flüeler, für eure Einschätzungen. Am heutigen Abend, wo es so richtig losgegangen ist jetzt in der National League mit diesen 6 Spielen. Ihr könnt alle Goal sehen von allen Spielen, auch mit der Zeitlupe ganz ausführlich auf all unseren Kanälen, beispielsweise auf Twitter oder auch auf Instagram oder auch bei all unseren
Partner. Und alle Goal, die liefern wir auch immer, aber auch hier auf TV24. Zum Abschluss von unseren Hockey-Highlights gibt es die Goal-Parade. Alle Goal, die geschossen worden sind, kompakt zusammengefasst an einer Schnur. Dann haben wir wirklich das volle Hockey-Spektakel. Und morgen geht es ja schon wieder weiter. Und am Sonntagabend gibt es dann zum ersten Mal das Spiel der Woche. Aber am Abend um 19:30 stimmen wir euch ein auf den Match auf TV24 und um 20:00 geht es dann los mit dem Spiel zwischen dem Aufsteiger, dem EHC Kloten und der Rapperswil Jona Lakers. Das sind die Termine, wo man sich merken muss. Highlights immer am Abend um 10 Uhr auf TV24 und am Sonntagabend eben der Live-Hockey-Match im Free-TV. Und nach einer kurzen Werbung geht es dann los mit der Goalparade. Danke, dass ihr dabei gewesen und weiterhin viel Spass mit unserem Programm. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.